Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Postillon Video News. Zur Stunde kommt es bei dem Lebensmittelhersteller Knorr in Heilbronn zu einer Razzia der Polizei. Grund war ein Hilferuf, den eine Frau zuvor in ihrer Buchstabensuppe gefunden hat. Ich bin nun live verbunden mit unserem Reporter Philipp Feldhusen. Wie ist die aktuelle Situation vor Ort und was ist eigentlich genau passiert, Philipp? Ja, hallo Thies. Also es ist so, dass eine Frau aus Erfurt die Polizei alarmierte, nachdem sie in ihrer Buchstabensuppe die 5 folgenden erschütternden Buchstaben fand. Die Polizei teilt mit, das muss ich mal kurz vorlesen, dass die Frau annahm, es handelt sich um einen verzweifelten Hilferuf einer ausgebeuteten Arbeiterin, die die Suppe in irgendeiner heruntergekommenen Fabrikanlage in China produzieren musste. Daraufhin rief sie umgehend die Polizei. Ja, vorbildlich. Was passierte dann? Ja, es folgte ein Großeinsatz des Sondereinsatzkommandos, der bisher allerdings relativ ergebnislos verlief. Ich habe hier neben mir jetzt den leitenden Staatsanwalt Herr Wiesinger stehen. Hallo Herr Wiesinger, hallo. Was können Sie zum aktuellen Zeitpunkt berichten? Zunächst einmal möchte ich sagen, dass die Frau absolut korrekt gehandelt hat, indem sie sofort die Polizei rief. Ja, wir konnten relativ schnell das Nudelwerk des Herstellers ausfindig machen. Und konnten Sie irgendwas finden? Bislang nein. Wir haben keine Belege für Ausbeutung oder Freiheitsentzug finden können. Vielmehr berichten die Mitarbeiter in dieser Fabrik tatsächlich, dass sie freiwillig dort arbeiten und sogar dafür anständig bezahlt werden. Mittlerweile geht der Fabrikleiter auch davon aus, dass es sich um den üblen Scherz eines Auszubildenden handelt. Jetzt muss natürlich rekonstruiert werden, wer in den letzten Wochen Zugang zu den Buchstaben H, I, L, F und E hatte. Ja, Thies, du hörst es. In dieser Sache ging der Fall relativ gut aus. Aber der Vorfall an sich wirft natürlich einen Schatten auf die Buchstaben-Suppen-Nudelindustrie. Denn es kommt immer wieder vor, dass deren Produkte mit kryptischen Nachrichten die Kunden verunsichern. Das ist wahr. Danke, Philipp. Tatsächlich sollen sich in der Suppe der Frau weitere sichergestellte Wörter befunden haben, bei denen es sich um kodierte Hinweise handeln könnte. Darunter die Wörter Kwawsk, Purzwtk und Ukwadihaet. Die Auswertungen hierzu laufen noch.